der Typ, der diesen Pott, den ihr gesehen habt, mit diesem Öl, sage ich jetzt mal, hat ja selber Motoröl gesagt, das ist da drauf und das musst du patentieren lassen, ich schwöre es dir. Ich kann den Laden dicht machen, kaufe ihn für 1 Milliarde ab. Schön, dass ihr am Start seid zum neuen Video. Leider schon dunkel, ich mache eine dicke Videosession, bin spät angekommen in Köln. Wir testen heute Kebabland. Zum einen haben es 1000 Leute bei mir reingeschrieben, ich blende mal ein, zwei Dinge ein. Das Ding ist legendär. Man muss so sagen, ich war auch schon mal da, ich weiß, was uns erwartet. Ich habe aber eben auch schon da gegessen und kann euch einfach sagen, das Ding ist legendär, hat dieser Böhmermann auch mal richtig angepriesen. Das ist der Stammkunde, aber ich muss einfach sagen, ich will nicht zu sehr vorgreifen, guckt euch das Video an, auch mega korrekte Leute da. Wie die das machen, das ist krank. Diese Rezeptur, ich sag's euch, wer das rauskriegt, der heftiger als McDonald's, heftiger als Coca-Cola. Wir gehen rein. Wir fetzen uns das. Viel Spaß beim Video. So, Köln-Ehrenfeld ist das, meine ich. Ich hoffe, ich laber keine Scheiße. Also wir sind jetzt am Start hier drin, es ist übertrieben laut, deshalb weiß ich nicht, wie viel ich hier von meiner Stimme filmen kann. Ich glaube, das nervt jetzt extrem, aber wir filmen hier ein bisschen ab, ich zeige euch, dass das gemacht wird. Für mich ist irgendwie so Urlaubsfeeling, weil ich früher mal in Köln war beim Kollegen und da haben wir gechillt, hier Kebab gegessen, Köfte, sag ich mal. So, und jetzt gucken wir mal rein, gucken wir mal, wie das zubereiten. Dieses Brot, glaub mir, dieses Brot, die machen da irgendwie nur so eine rote Paste drauf. Ich weiß ja nicht, was die da drauf machen, Mann, aber das ist wie Zauberei. Die rote Paste, das war's, du frisst das, du willst nur noch das essen. Ich sage es euch, das ist krass, das ist es. Genau das. Hört sich blöd an. Ich weiß, es hört sich jetzt nicht so appetitlich an, aber das ist so dieser Brennspiritus auf dem Grill. Als würden die den aufs Brot drauf machen. Ganz blöd gesagt, aber das schmeckt heftig. Glaub mir, wenn ihr das esst, wisst ihr, was ich meine. Und so kriegt ihr das dann auch hier im Körbchen. Oh, das sieht gut aus, mein Schatz. Ja. Ja. Isst du das selber noch, sei ehrlich, nach so vielen, bist du lange hier bestimmt schon, ne? Nein, der ist frisch. Echt, der ist frisch? Der ist frisch. Ach, ehrlich? Ja, der ist frisch, von England. Bei uns, ach, vom England. Aber der wird lange bleiben. Ja. Der ist alt. Er ist auch alt? Ja. Ja, ich glaube, er macht einen stabilen Eindruck. Ich glaube, er wird auch lange bleiben. Der ist auch alt. Sehr stabilen Eindruck. Der ist alt, aber Araber. Araber? Er ist der einzige Araber. Ja, der einzige. Der ist beste Meister. Grillmeister. Grillmeister ist der beste. Die Araber können das. Ich habe auch meinen Achmed mit, der ist auch Araber. Was ist das hier? Geheim, ne? Ja, nicht geheim, das ist Motoröl. Das heißt Motoröl, ne? Motoröl, ja. Das meine ich, Leute. Ja, ja, ja. Das machen die darauf, dass so feucht alles. Das ist die beste Soße, glaube ich, Mann. Guck mal, hier sehen die roten Spieße noch aus. Ja. Oh, das ist Spezialität, ne? Ich möchte wissen, was das ist. Ich will wissen, was das ist. Kannst du mir das sagen? Nee. Ja, aber ganz schön gedrungen hier, ne? Aber ich komme ja vor wie einer von denen. Jetzt hätte ich noch Kebab-Land-T-Shirt an, ich schwör's euch, ich würde direkt mitmischen, direkt an Grill ran. Hast du was gegessen? Nee, ich esse gleich noch. Ich esse gleich noch. Ich sag, wie viele Leute es rein? Oh, Joseph. Ja, der isst immer meine Reste. Ich esse nicht auf, er nimmt den Rest. Nein, 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 nicht deshalb. Aber er hat schlechten Stoffwechsel, deshalb. Hier bin ich in meinem Element, Leute, unter den Männern hier. Wisst ihr, wir sind die Drei-Mann-Armee jetzt. Wir drei, wir machen das hier alles fertig. Alter. 300, die Spartaner von Kebabland. Also erstmal das Brot. Weiß ist noch von damals, das ist Legende. Ganz kurz Werbeunterbrechung mitten aus dem Training bei mir für Health Plus. Die Health-Linie, sag ich mal, von Zack Plus, finde ich auch auf zackplus.com. Da gibt es schöne Sachen jetzt gerade noch zum schlechten Wetter, wie Immundrink, vegane Omega-Säuren, Vitamin B12, wir haben Ashwagandha, wir haben basische Mineralien. Alles am Start, auch bei zackplus.com. Und bleibt Legende.
der Typ, der diesen Pot, den ihr gesehen habt, mit diesem Öl, sage ich jetzt mal, hat ja selber Motoröl gesagt. Das ist da drauf und das musst du patentieren lassen, ich schwöre es hier. Ich kann den Laden dicht machen, ich kaufe ihn für 1 Milliarde ab. Das ist heftig, ich sage es euch nicht so, es ist ganz krank. Ah, nein, einfach so. Das erinnert mich ein bisschen von innen. Ich mache gerne Gewürz selber. Dann trockne ich Paprika. Die dörre ich im Dörrautomaten. Die hat dann noch, auch von Rohkostqualität übrigens, unter 42 Grad. Die hat die so leicht Biss. Wenn ich die in meine Frikadellen zu Hause drin mache, oder auch Köfte habe ich auch schon, hat sie so leicht Biss. Wahrscheinlich, wenn sie genau dieses Gewürz da drin haben. Auch ähnlich, sage ich mal. Da ist einfach Paprika durchzogen. Rauch durchzogen. Das ist einfach eine Lieblichkeit in dem Essen. Eine Lieblichkeit, die du nicht genau deuten kannst, die aber da ist, die nicht von dieser Welt ist. Diese Adana ist nicht von dieser Welt. Das Sandwich. Mmh. Ich zeig's nochmal von hier. Mmh. Also ich bevorzuge auf jeden Fall den Adana so, das Brot dazu. Sandwich auch mega geil, ne? Nicht falsch verstehen. Das ist einfach nur, was ich bevorzugen würde. Deshalb werde ich auch für euch gleich einfach nur den Adana bewerten. Kriegt gleich das Urteil. Ich muss mich noch mal kurz reinschmecken. Das ist ein ganz verrücktes Geschmackserlebnis. Ihr beißt da rein, euch kommt erstmal so leicht Schärfe entgegen, als würdet ihr denken, bam, das fetzt euch in die Fresse weg. Aber dann schwellt es ganz sanft ab, ganz sanft und bleibt ganz geschmeidig. Dieses Liebliche, was ich vorhin gesagt habe. Leichter Biss, als hätten die da getrocknetes Gemüse drin. Was aber halt eben, also nicht komplett trocken, sondern leicht noch mit Feuchtigkeit drin. Leichter Biss. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Als hätten die, ich schwöre euch, die Soße, die die da machen, als hätten die Hühnerhaut ausgekocht. Und dieser Geschmack von knuspriger Hühnerhaut, einmal rüber und dir präsent auf dem ganzen Adern, ne? Irgendwie dieses verrückte Hähnchenfeeling, wie ich finde auch, vom Hähnchenfett, was dieses voller Geschmack ist. Ferndiagnose, ne? Von dem, wie die diese Soße machen, aber das ist krank. Ich kann einfach nur sagen, diesen Adern, ne? Ich muss den jetzt messen. Das wird die Messlatte, gebe ich eine 9 von 10 Punkten. Ich würde auch höher geben, aber ich will diesmal nicht den Fehler machen, wie am Anfang beim Döner-Ranking. Da habe ich am Anfang zu hoch bewertet, habe irgendwann nach einem Jahr gesehen, oh scheiße, da ist noch mal was übelst kranker ist. Das ist der einzige Grund, warum es nur eine 9 von 10 gibt und nicht mehr. Aber heftiges Essen. Ich muss noch mal sagen, da würde mich Ahmed auch unterstützen. Mein persönlicher bester Adana meines Lebens. Und Ahmed hat das gerade bestätigt. Bei dir auch, ne? Ohne Scheiß. Alles also, ist krank, dachte, was die damit machen. Ich dachte, ich habe Adana-Spiel durchgespielt, aber Feierabend. Also unabhängig von dem, was ich eben gesagt habe, ne? Damit ihr wisst, ich laber keinen Scheiß. Was hast du eben im Nachhinein zu mir gesagt? Was das ist, diese Soße wahrscheinlich? Das Brot ist safe mit Hähnchenfett eingerieben und, worden. Ja, und das, die Soße war auch auf Adana-Spieß. Das wurde auf beiden das gleiche drauf gemacht. Das, ach so, ja. Weil das Ding ist, das Adana war so saftig, als hätte man den Adana gebraten und im Nachhinein halt wirklich so eingetaucht in eine Soße. Ja. Ihr braucht keine scharfe Soße, ihr braucht gar nichts. Diesen Adana mit diesem Brot Endlevel, also das Beste, was ich hier gegessen habe, was Adana-Level angeht. Amen. Ehrlich. Leute, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen oben, da gibt euer Kommentar, wo ich als nächstes hinfahren soll. Ja, habe ich Daumen oben gesagt? Scheißegal, ich plane jedes Mal. Aber macht auch die Glocke an, damit ihr immer wisst, wann ein Video kommt. Und dann sage ich euch, bis zum nächsten Mal und